Herzlich willkommen zu diesem Tutorial, in dem wir Ihnen zeigen möchten, wie Sie den Suchraum FU-Katalog des Bibliotheksportals Primo in EndNote durchsuchen können. Um innerhalb von EndNote in Datenbanken und Bibliothekskatalogen zu recherchieren, wechseln Sie in den Modus für die Online-Suche. Eine Reihe von Datenbanken sind hier bereits voreingestellt. Um weitere sogenannte Connection Files zu aktivieren, öffnen Sie den Connection Manager über das Menü. Zwar finden Sie unter den angebotenen Dateien auch eine mit dem Namen Freie U Berlin, jedoch handelt es sich hierbei um eine veraltete Version, die nicht auf den aktuellen Datenbestand zugreift. Die aktuelle Datei laden Sie von der Website der Universitätsbibliothek herunter. Die Datei finden Sie auf der Hilfeseite zum Literaturverwaltungsprogramm EndNote, die hier etwas versteckt ist. Wie Sie sehen, wird hier nicht nur die Datei für die Suche in Primo, sondern auch für den kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg bereitgestellt. Speichern Sie die gewünschte Datei auf Ihrem Rechner und öffnen Sie die Datei mit EndNote. Die Datei mit der Endung ENZ wird nun direkt im Connection Manager von EndNote geöffnet. Theoretisch kann man nun Änderungen vornehmen. Ohne genaue Kenntnisse ist das aber nicht empfehlenswert. Speichern Sie die Datei ab. Jetzt können Sie die zusätzliche Verbindung im Connection Manager hinzufügen. Beginnen Sie die Suche mit Freie. Neben der bereits bekannten Verbindung Freie U Berlin wird Ihnen nun auch die neue Connection-File Freie UNIF Berlin angezeigt und Sie wählen diese aus. Sie können nun Ihre Recherche in Primo beginnen. Beachten Sie, dass dabei wirklich nur der Suchraum FU-Katalog, also nicht der Mega-Index Artikel Plus, durchsucht wird. Weitere Informationen zu den Suchräumen erhalten Sie im Tutorial Suchräume in Primo. Vielen Dank für Ihr Interesse.